Blonde Wuschelmähne, lässiger Surferlook und stets ein cooler Blick. So präsentiert sich Maurice Kässchen, Sohn von Pop-Titan Dieter Bohlen, seinen Fans in den sozialen Medien. Der 15-Jährige, der den Großteil seines Lebens mit Mama Estefania und Vater Markus Heidemanns auf der Baleareninsel Mallorca verbringt, verdreht mit seinen coolen Posen so einigen Teenie-Mädels schon jetzt ordentlich den Kopf. Ob lässig in Badeshorts oder im Skater-Look, seiner Fangemeinde gegenüber zeigt sich der Teenager souverän. Doch auf seinem neuesten Instagram-Posting springt seinen Fans vor allem ein Detail sofort ins Auge. Bereits in den letzten Wochen konnten wir das stetige Sprießen der jugendlichen Haarpracht bewundern. Doch dieser Helm aus Haaren, wie ein Fan seine Mähne scherzhaft nennt, kommt nicht bei allen gut an. Kommentare wie "Das Haar muss kürzer", "Wird das der neue Jesus-Look?" und "Deine Frisur ist meiner Meinung nach mehr weiblich als männlich" sind unter dem Foto zu lesen. Wir sind gespannt, wie lange seine Wuschelmähne wohl noch werden wird, bevor der nächste Friseurtermin ansteht.